Hallöchen, Freunde! Herzlich willkommen zu einem weiteren, zu einer weiteren Folge von Isle of Conquest. Ihr seht, ich bin umgezogen und zwar nach Devilmar. Hier unten seht ihr, da ist eine neue Stadt. Ich bin nicht mehr in Hyrule. Und zwar haben wir es endlich geschafft, eine neue Stadt einzunehmen. Oder grundsätzlich uns oder wir als Haus eine neue Stadt einzunehmen. Ist wichtig dafür, dass wir in der Lehre weiterkommen. Und das finde ich halt wahnsinnig wichtig. Ich könnte jetzt theoretisch hier Marcus, neuer Held Virien, schaltet Rakan frei. Freischalten, ne, für 5000 Lifetime Honor. Herzog, Anforderung, werde ein Gouverneur, neuer Erzengel plus 100 Truppenkapazität und werde Gouverneur einer großen Stadt oder riesigen Stadt. Neuer Trupp Seraph und der König werde halt zum König. Ja. Bei ihm lernen wir mal ganz kurz diese ganzen. Nee. Da, geborener Anführer. Rufio, geborener Anführer. Geborener Anführer und geborener Anführer. Helden. Er hat schon alles, ja. Das, was er braucht. Wer ist denn hier sonst noch nackig? War hier nicht Grimms nackig gewesen? Anscheinend nicht. Interessant. Hier, könnte ich ihn noch anlegen. Kriegt er noch 8 Macht dazu. Was haben wir hier? Na ja, klar, locker. Legen wir mal an. Zack. Führungsstärke. Hat er nicht vorher schon 2 angehabt? Okay, haben wir noch ein Item? Nein, haben wir nicht. Ärgerlich. Gut. Dann ist es halt so. Lassen wir erstmal so. Hier besonders haben wir Devilmar erstmal grundsätzlich, die Produktion wurde um 40% erhöht. Gebäude erhalten plus 40% Produktionsbonus. Und meine kleine Stadt ist auf einem Häuschen drauf. Hier seht ihr, Arboretum. Holz plus 100%. Grundsätzlich habe ich also hier noch einmal 100% Holzkapazität, Holzproduktion dazu. Das heißt, ich kriege jetzt 599 Holz pro Stunde bis zu einem Maximum von 4200. Das sind also etwa 6-7 Stunden. Dann ist das Ding voll. Und hier sind es weiter in dieser 350 Gold pro Stunde durch die 4000 oder 4200 durch 350. Sind wir bei 12 Stunden. Ich glaube, das ist mitgewandert, oder? Aber Holz ist halt wahnsinnig wichtig. Holz ist echt mir wahnsinnig wichtig, weil ich halt so einen knappen, so Holzmangel habe. Und das Gute ist, was wir jetzt machen können, da wir jetzt in der Stadt umgezogen sind, können wir in der Lehre weitermachen. Und da freue ich mich schon drauf, da jetzt meine Goldeinheiten zum Einsatz kommen, die ich halt hier im echten ungern benutzen möchte, im echten Spiel. Einfach, dass ich sie verlieren könnte, das wäre schade. So, hier habe ich aktuell nichts Gutes, was man mitnehmen könnte. Auf geht's. Geh weg. So. Nächste Dimension. Die Tundra. Rewards kennen wir ja aus der Tundra, haben wir ja schon irgendwie durchgeschaut gehabt, so ein bisschen. Schauen wir mal. Einheiten, ihr seht, 15 von denen, 6 von denen und das ist total geil. So, schauen wir mal, würde ich sagen. Gewinne in 16 Sekunden Level 4 Zwergentechniker. Oh, also viele, viele Zwerge. Viele, viele, viele Zwerge. So, Nummer Formation 3, das ist unsere Dings-Formation, unsere Void-Formation. Statt, was ist das denn? Oder die 2? Ne, 3 ist schon richtig. Neu die Pfeile raus hier, packen wir die Pfeile rein. Die kommen raus, die sind 7, die sind 6, okay, ja, meinetwegen kommen sie hier rein, zack. 15 Stück davon sind wahrscheinlich stärker. Mako nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja, meinetwegen auch. Er auch. Und hier, er will auch noch mitnehmen. Sehr schön. So. Mehr Einheiten habe ich hier nicht mehr, ne? So viele sind es halt gerade nicht. Theoretisch könnte ich halt noch 2 platzieren. 3 sogar. Aber ich habe halt keinen Platz mehr, ne? Weiß halt nicht, wo ich hier was hinsetzen könnte.
Deswegen, so geht's los. Und meine Goldritter. Wo sind sie denn, die Goldritter? Hier unten, warum müssen da, sind sie irgendwo? Da, mit der fetten Lanze. Ja, die haben alle eine fette Lanze. Gewinnen 16 sind, also, ne, wird natürlich immer von den Ansprüchen her immer geringer. Aber selbstverständlich, ne, 16 Sekunden haben wir gerade so hinbekommen. Haben wir die besiegt. Und wir kriegen als Belohnung ein bisschen was. No casualties, also keine Verluste. Okay. Vega habe ich dabei. Ja, Vega habe ich dabei, alles klar. Tauschen wir über die Plätze hier. Wir müssen aufpassen, also das möchte ich auch ganz schön ganz gerne haben. Keine Casualties, also keine Verletzungen. Oh Gott, sind die da unten schon am Sterben. Na okay, das ist schon vorbei. Das war's schon. Weißt du nicht, wo hier so viele Leute gestorben sind, aber wird schon Grund irgendwo haben. Ja, die schützen wahrscheinlich, denke ich mal. Wenn die ein bisschen was weggenockt haben. Kann man das nochmal versuchen? Oder ist ein Try pro Tag? Ah, ich könnte erneut versuchen. Einen Ritter habe ich verloren und zwei... Ah, versuchen wir nochmal. Ist kein Thema. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Zack. Der Ritter, das heißt, ein Goldritter da verloren? Ja, okay, von hier unten halt wahrscheinlich werden die... Machen wir eine Mana-Barriere. Ey, guck dir das an. WTF. Versuchen, okay, schon wieder nicht. Gut, dann fehlen wahrscheinlich die... dann fehlt die Stärke. Dann ist es halt so. Dann brauchen wir noch mehr Reiter, noch mehr Goldene. Die müssen noch besser werden, die brauchen mehr Leben. Oh, ich hätte jetzt genau das gleiche verloren haben. Ein Reiter und oh, sogar zwei. Ein Verletzten mehr. Naja, dann ist es halt so. Auf geht's zum nächsten. Gewinnen 16 Sekunden wieder mal. Ach, sie sind Goldreiter mal jetzt verloren, ja. Das ist natürlich nicht gut. Das hätte ich anders machen müssen. Habe ich auch welche verloren, WTF? Ob wir in 16 Sekunden gewinnen, weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Die Stern... Achso, der ist hier hinten. Was macht Mako da hinten, bitteschön? Bam! Ja, schon geil, ne? 3 Sekunden habe ich noch zum Gewinnen. Das, denke ich mal, werde ich nicht schaffen. Leider, oder? Naja, leider nicht. Leider nicht. Ja, wie gesagt, da brauche ich noch bessere Einheiten, die Goldschwertkämpfer und alles. Also, da muss noch ein bisschen... Ist halt ein stärkeres Gebiet hier. Gewinne mit 2 Helden oder weniger. Never. Nee. Wir bleiben hier. Können ja auf jeden Fall Gunst des Sonnengottes nehmen. Dann sind wir zu viele Einheiten, die ja verletzt werden. Ja, Panzer werden angegriffen. Da muss ich immer stehen bleiben, ja? Für den Skill. Sobald meine Einheiten alle viel stärker geworden sind, dann können wir das auf jeden Fall gerne mal angehen. Das mit dem Perfekten wieder mal. Oh, Ritter. Na, das ist ja easy, oder? Ach, verdammt, sind das viele. Ne, machen wir mal das Kürzliche mit. Dann überschreibe ich, glaube ich, nicht den dritten. So, zack, zack. Ich will hier in 18 Sekunden gewinnen, das denke ich mal, würde ich hinkriegen, oder? Also einige Wins immer perfekt machen, das ist schon ganz cool. Da muss man das irgendwann später nicht mehr machen. Aber das sollte ich hinkriegen. Wunderbar. Sehr schön. So, dann 16 Sekunden hätte ich es geschafft. Nicht einer, doch, da habe ich was verloren. Einen Reiter, das ist aber okay. Das ist in Ordnung. Ein Panzer.
Mittelschwerer. Die Kanone des Demolierers sind für Flächenschaden konzipiert. Seine Verteidigung ist außerdem undurchdringlich. 19.000 Leben, 5.400 Schaden. Okay. Diese ganzen ekelhaften... Ne, jetzt kann ich die drei wieder nehmen. Diese ganzen ekelhaften Panzer. Ja, die werde ich halt einfach mal machen, wenn ich halt wirklich drei Helden oder weniger halt nur benutzen darf. Machen wir das mal hier, die seelenlose Plage. Achso, Markus hier unten. Der ist irgendwie unten falsch, finde ich. Der ist nicht richtig da hinten. Let's finish them. Also die ganzen... Ja, wobei die Zeitquest hätte ich auch nicht geschafft. Das sind 23 Sekunden gewesen. Zwei, wow. Das ist schon ein bisschen mehr gewesen hier. Das war schon ein wenig mehr. Raketen, ist das räudig. Nee, doch, Zwergtechniker. Doch, hier, Raketenwerfer. Ah, ist das räudig, Mann. Aber halt eine Explosionsradius von Raketen, Flächenschaden richtet bei Gebäudeeinheiten massiven Schaden an. Und die sind grundsätzlich einfach nur ekelhaft und leichter. Gewinnen 16 Sekunden. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Wenn wir den hier austauschen gegen drei Reiter. Nimm das kürzlich mit, ist okay. Tausch gegen die drei Reiter aus. Wir werden mal die vertauschen. Marco. Naja, wo ist Marco? Da hinten ist Marco. Ey, was macht denn der da hinten, bitte schön, ja? Arsch der Welt, ey. Achso, ich darf natürlich keine Links benutzen. Kein Energieskill, der verliert ja Energie und kein Mana. Das ist natürlich nicht gut. Vier Sekunden habe ich noch. Schaffe ich wohl nicht. Schade. 18 Sekunden hätte ich geschafft. Aber da finden halt, wie gesagt, die besseren Einheiten. Das kommt alles nach und nach. Aber ich hätte jetzt erstmal eine extra... No Casualties, kann sie knicken. Wenn ich ja eine extra Einnahmequelle jetzt habe, jeden Tag. Ja, ein bisschen mehr Gold und so weiter kriegen, ist schon ganz gut. Was ist die Bogenschützenbeschwörung? Ja, sehen nur so Plage. Ah, die Raketenwerfer da hinten sind einfach viel zu heftig. Die müssen halt irgendwie gestunt werden, aber ich komme halt nicht ran an die. Ist einfach so heftig. Der Schaden ist so krass. Ah, No Casualty ist ja wahnsinnig schwierig. Da bin ich auch gespannt, wie das werden wird. Ich meine, ich habe ja so viele Einheiten verloren, garantiert. Ja. Ganze Truppe und Schwertkämpfer habe ich verloren. Ah gut, lass uns überraschen. Wie viel Energie haben wir dann noch auf den Helden? Eine. Auf Marco. Na klar, weil er seine Sternschnuppe benutzt hat. Gewinne in 16 Sekunden. Muss ja leider ohne Marco spielen im nächsten Kampf. Aber ja, nächste Void-Stufe, die wir hier abfarmen können, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Leider gibt mir da keine Erfahrung, ne? Das ist natürlich auch ärgerlich. Was ich mir ganz gern wünschen würde. Und gerade für die Tundra hier brauche ich definitiv bessere Einheiten. Diese normalen Einheiten haben halt einfach keine Wirkung mehr. So, ein Trend. Ein Triant. Gewinne mit zwei Helden oder weniger. Fünf Helden, knorriger. Ja, alles klar. Gönn dir.
Ist doch so eine fette Truppe, Alter. Ich weiß, dass Magno nicht genug hat. Ich habe auch keine Reiter mehr. WTF? Wenn ich... Ich versuche gerade noch ein zweites Pärchen hinzubekommen vom Schaden her. Ich glaube, ich habe hier keinen Platz mehr, ne? Na. Passen leider keine mehr hin. Das ist echt ärgerlich. Muss ich doch die Reiter nehmen. Schade, schade. So, jetzt sehen wir so Plage, ne? Klar, wird die erstmal vorgeschickt. Also den Kampf gewinne ich definitiv. Also ich denke da... Das schaffe ich schon. Dann die Pfeilsalve hier. Alter. Die kriegen ganz ordentlich Damage, ne? Jetzt hier, zack, 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 zack. Guck mir gleich Sternwut von meinen Helden. Ja, Avalon ist gleich der Erste. Alter, das sind viele Einheiten. Meine Fresse. Ah, das ist ein guter Kampf. So, hier, Moraleinbruch. Zack. Geh mit zwei Helden oder weniger, soll man das gewinnen. Ha! Wie das denn? Level 50er Helden oder was? So, warte, warte, stopp, stopp, stopp. Das Häuschen zeigt mir Energie regenerieren. Ah, okay, ist auch völlig egal. Hab ja eh keinen Dings mehr. Ich hätte nur noch Makro. Das wäre halt. Ne. Ich hab gar keinen mehr. Doch, Makro hätte ich halt noch. Ja. Aber wir haben hier. Na, schauen wir mal ganz kurz. Was gibt's hier als Belohnung? Ein Item, ne? Alter, ein fettes. Ne, ist ein Adamantium. Eine fette Kanone, ey. 35.000 Leben, 10.000 Schaden, 2.700 Kraft ist das Ding wert. Oder hat das Ding. Und wir bekommen insgesamt halt diese ganzen Belohnungen durch das jetzige Void und durch halt die Level 1 bis 20er. Achso, siehst du. Kann man hier auch noch alles mit einsammeln. Zack, 3.100 Holz. Wow, das ist eine ganze Menge. 1.600 Holz. 1.650 Elixier. 1.700 Holz. Ach, immer mehr Holz her. Her damit. Eagle Crest Gladius. Tempo plus 20% Schadensreduzierung. Okay. Zack. Zack, 1850. Nice, 1900 Gold. 1950 Elixier und 40 von den Blutdiamanten. Ja, mehr sind wir erstmal nicht gekommen. Auf jeden Fall schon mal die Hälfte. Also bis 30 bin ich gekommen. Zwar nicht alles perfekt. Aber das ist nicht schlimm. Achso, guck mal, das haben sie mit reingepackt. Jetzt haben wir 11.700. 11.007 Holz, dann können wir 156 mitnehmen und dann können wir wieder ein bisschen was machen. Ich mache aktuell den Schwertkämpfer hier, ne? Dass ich die Goldschwertkämpfer machen kann. Allerdings kostet das nächste 21.000 Holz, das ist ein bisschen heftig. Wir gucken mal ganz kurz, was uns theoretisch geklaut werden könnte. Achso, jetzt habe ich ein Schild klar, jetzt kann uns gar nichts geklaut werden aktuell. Hier steht es. Aktuell dürfte uns nichts geklaut werden können. Oder? Ah, doch. Also halt alles das, was theoretisch wir irgendwo geplündert hatten. Ach, ein Ärger aber auch. Cathedral 23.000, ja. Dann, keine Ahnung. Ja, von mir hat er erlittenen Schaden. Ist okay. Gut, hier seht ihr mal, wie schnell das Holz hier produziert wird. Das ist schon geil. Bam, und hier haben wir gleich den nächsten. Im Gegensatz zu den anderen schon wesentlich schneller. Okay, wir haben eine neue Stadt, wir sind jetzt in der Void weiter vorgekommen, das heißt, wir können auch weitermachen. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von Art of Conquest. Bis dahin, ciao!